Muskeln sind weit mehr als nur das Make-up unter der Haut. Bei ihnen handelt es sich um metabolisch aktives Gewebe. Selbst in Ruhe verbrennen sie Kalorien. Wer zu viele Funde mit sich herumträgt und abnehmen möchte, sollte sich also Muskeln antrainieren. Doch geht das überhaupt? Gleichzeitig Gewicht verlieren und Muskeln aufbauen? Hallo und herzlich willkommen bei Optimale Fitness. Mein Name ist Thorsten Dagatz und in diesem Video geht es um die Frage: Kann ich gleichzeitig abnehmen und mir Muskeln antrainieren? Die Antwort lautet ja, das funktioniert, aber es sind ein paar Dinge zu beachten. Der englische Fachausdruck für diesen Prozess lautet Body Recomposition, zu Deutsch so viel wie Körperumformung oder Neuzusammensetzung des Körpers. In diesem Video erkläre ich, worauf man achten muss, wenn man gleichzeitig Fett verlieren und Muskeln aufbauen möchte. Wie Fettabbau funktioniert, wie Muskelaufbau funktioniert, warum die Waage dabei keine so große Rolle spielen sollte und dann vor allem, wie beides gleichzeitig funktioniert, also Fettab- und Muskelaufbau. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Ich hatte es schon erwähnt, bei der Body Recomposition geht es darum, Körperfett zu reduzieren und gleichzeitig Muskeln aufzubauen. Und damit das gleichzeitig funktioniert, sind ein paar Voraussetzungen nötig. Warum? Das lässt sich ganz einfach erklären. Wenn du Fett abbauen willst, muss dein Körper mehr Energie, also mehr Kalorien verbrauchen, als er durch die Nahrung zu sich nimmt. Denn genau das führt zu einem Kaloriendefizit. Wissenschaftlich basiert das auf dem ersten Gesetz der Thermodynamik, das besagt, dass Energie nicht aus dem Nichts entstehen kann. Mit anderen Worten, wenn dein Körper mehr Energie verbraucht, als er zu sich nimmt, muss er auf seine Energiereserven zurückgreifen, um die Lücke zu schließen, und das bedeutet, er verbrennt Fett. So weit, so gut. Wenn du jetzt aber gleichzeitig Muskeln aufbauen willst, benötigst du ein Plus an Kalorien. Das Plus an Kalorien braucht er für eine positive Energiebilanz, denn nur dann steht ausreichend Energie für die Muskelproteinsynthese zur Verfügung, ohne die Muskelaufbau nicht funktioniert. Der Körper benötigt die Energie, um die ungefährlichen Mikrorisse, die bei einem ausreichend intensiven Krafttraining in Muskelfasern auftreten, zu reparieren. Denn genau das führt zum Muskelwachstum. Und da haben wir das Dilemma. Fettabbau funktioniert am besten bei einem Kaloriendefizit, Muskelaufbau am besten bei einem Kalorienplus. Doch die gute Nachricht, dieses Dilemma lässt sich lösen, denn es ist tatsächlich möglich, gleichzeitig Körperfett zu reduzieren und Muskeln aufzubauen. Tauchen wir dazu noch ein wenig tiefer in die Materie ein. 500 Gramm Körperfett entsprechen ungefähr 3500 Kalorien. Wenn du nachhaltig und dauerhaft abnehmen möchtest, gelten 500 Gramm Gewichtsverlust pro Woche als empfehlenswert. Um dieses halbe Pfund weniger zu erreichen, brauchst du also ein tägliches Kaloriendefizit von 500 Kalorien, und erreichen kannst du das entweder, indem du 500 Kalorien pro Tag weniger zu dir nimmst oder 500 Kalorien mehr verbrennst, oder durch eine Kombination, also Kaloriendefizit plus mehr verbrennen. Ein kurzer Vergleich: 500 Kalorien entsprechen in etwa einer Tafel Schokolade oder einer knappen Stunde Krafttraining. Allerdings, das ist wichtig zu wissen, Sport allein macht dich nicht schlanker. Eine Untersuchung der TU München hat gezeigt, dass Sport zwar bestens geeignet ist, um das vorhandene Gewicht zu halten, nicht aber um abzunehmen. Das hängt den Untersuchungen zufolge unter anderem mit dem sogenannten kompensatorischen Essen zusammen. Zum einen will man sich für die sportliche Anstrengung belohnen und isst dann mehr, als man eigentlich sollte. Zum anderen spielen auch appetitregulierende Hormone eine Rolle. Sie werden nach dem Fitnessprogramm vermehrt ausgeschüttet und triggern das Hungergefühl, insbesondere die Lust auf Süßes und Fettiges. Deshalb ganz wichtig: Wenn du Körperfett abnehmen willst, musst du auch unbedingt auf deine Ernährung achten und vor allem das Richtige essen. Also insbesondere Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst, Nüsse, Eier und wer möchte auch Milchprodukte, Fisch und Fleisch. Verzichten hingegen sollte man weitestgehend auf verarbeitete Lebensmittel. Wer Body Recomposition durchführen möchte, sollte sogar gänzlich auf verarbeitete Lebensmittel verzichten.
Die empfohlenen pflanzlichen Lebensmittel, allen voran Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst und Nüsse, haben den Vorteil, dass sie sehr nährstoffreich sind und im Vergleich zu den verarbeiteten Lebensmitteln auch deutlich kalorienärmer, bis auf die Nüsse. Auch hier nur ein kleiner Vergleich. 100 Gramm Brokkoli schlagen mit nur 35 Kalorien zu Buche. Bei einem Croissant sind es mit 400 Kalorien pro 100 Gramm mehr als das Zehnfache. Kommen wir nun zum Muskelaufbau. Wie die meisten sicherlich wissen, wachsen Muskeln nur, wenn du sie regelmäßig und ausreichend intensiv reizt. Also wenn du bei den einzelnen Übungen bis zur weitestgehenden Ermüdung trainierst und dazu auch noch ein entsprechend hohes Trainingsvolumen hast. Ich habe unten einen Artikel verlinkt, der genau erklärt, um was es sich beim Trainingsvolumen handelt und warum es ein so wichtiger Faktor beim Muskelaufbau ist. Denn nur dann kommt es zu den bereits erwähnten ungefährlichen Mikrotraumen in den beanspruchten Muskelfasern. Diese kleinen Verletzungen aktivieren den Reparaturmechanismus des Körpers. Zur Reparatur eilen sogenannte Satellitenzellen herbei. Diese befinden sich außerhalb der Muskelfasern, fusionieren dann aber mit ihnen, machen eine Zellkernspende und vergrößern den Bereich. Funktionieren kann das Ganze aber nur, wenn ausreichend Nährstoffe, insbesondere Proteine, auf die ich gleich noch näher eingehe, im Körper vorhanden sind. Zur Erklärung: Wenn du etwas gegessen hast, muss dein Körper überlegen, wo er die zugeführten Kalorien hinleiten soll. Dafür hat er drei Möglichkeiten. Er verbrennt sie als Treibstoff, er baut Muskeln auf oder er speichert sie als Fett. Glucose spielt auch noch eine Rolle, aber die lassen wir hier mal beiseite. Tatsächlich wird ein Großteil der zugeführten Kalorien als Treibstoff verbrannt. Das ist existenziell wichtig, damit unser Herz schlägt, die Leber vernünftig arbeitet, die Körpertemperatur konstant bleibt und vieles mehr. Das Ganze nennt sich Grundumsatz. Im Internet findest du viele Quellen, mit denen du deinen persönlichen Grundumsatz berechnen kannst. Das, was nicht existenziell benötigt wird, kommt dann entweder dem Muskelaufbau zugute oder es wird als Fett abgespeichert. Und genau hier stehen wir vor dem erwähnten Dilemma. Wenn du zu viele Kalorien zu dir nimmst, werden sie als Fett abgespeichert. Wir wollen aber genau das Gegenteil erreichen, Fett loswerden und Muskeln aufbauen. Wie kann das jetzt funktionieren? Also, du machst ein ausreichend intensives Krafttraining und reduzierst gleichzeitig die Kalorienzufuhr. Es kommt zu den gewünschten Mikrotraumen, aber dann steht nicht genug Treibstoff zur Verfügung, um die Muskeln wieder aufzubauen und mit Energie zu versorgen. Was jetzt? Glücklicherweise ist unser Körper auf diese Situation vorbereitet, denn er hat im Laufe der Jahre Fettspeicher angelegt und genau aus diesen Fettspeichern kann er auch die Energie für den Muskelaufbau ziehen. Mit anderen Worten, wenn du über Fettspeicher verfügst und über die verfügen fast alle von uns, ist ein Kalorienüberschuss nicht nötig, um Muskeln aufzubauen. Und selbst bei einem Kaloriendefizit funktioniert der Muskelaufbau, das haben Studien gezeigt. Einen besonderen Vorteil haben diejenigen, die noch nie oder seit langer Zeit kein Krafttraining gemacht haben, denn bei ihnen handelt es sich um sogenannte Super-Responder. Sie bauen auf jeden Fall Muskeln auf, wenn sie entsprechend trainieren, und zwar auch dann, wenn sie die Kalorien zuvor einschränken. Das hat auch eine US-Studie mit 38 männlichen, übergewichtigen und völlig untrainierten Polizeibeamten eindrucksvoll nachweisen können. Alle Polizisten hatten eine überwiegend sitzende Tätigkeit inne und keiner von ihnen hatte Erfahrung mit Krafttraining. Ich habe sie unten verlinkt. Das Durchschnittsalter der Polizisten lag bei 34 Jahren und sie hatten einen durchschnittlichen Körperfettanteil von 27%. In diesem Alter sollte er möglichst nur unter 20% liegen. Sie haben dann 3 Monate lang regelmäßig Krafttraining gemacht und gleichzeitig ihre Kalorienzufuhr um 20% gesenkt, wobei gleichzeitig darauf geachtet wurde, dass sie täglich 0,7 Gramm Eiweiß pro Pfund Körpergewicht zu sich genommen haben. Auf unsere Maßeinheiten umgerechnet sind das knapp 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das Ergebnis: Die Polizisten nahmen zwischen 3,6 und 6,8 Kilo Körperfett ab und legten 1,8 bis 4,1 Kilo an Muskeln zu. Sie waren deutlich schlanker und deutlich muskulöser. Und das beantwortet auch die Frage, warum eine Waage nur bedingt aussagekräftig ist. Weitere Studien haben dann aber auch gezeigt, dass es immer schwieriger wird, gleichzeitig Fett ab- und Muskeln aufzubauen, je trainierter man ist. Wobei sich dann die Frage stellt, ob es dann überhaupt noch nötig ist.
Aber dieses Video richtet sich an diejenigen, die übergewichtig sind, und bei ihnen funktioniert Body Recomposition sehr gut, wenn man sich gesund und ausgewogen ernährt und dabei auch ausreichend Proteine zu sich nimmt. Und die Menge an Eiweiß, die du täglich zu dir nehmen solltest, ist abhängig von deinem aktuellen Körpergewicht. Eine vom berühmten Sportwissenschaftler Brad Schönfeld durchgeführte Studie, die 2018 im Journal of the International Society of Sports Nutrition veröffentlicht wurde, hat das genauer untersucht und Schönfeld empfiehlt folgende Mengen für optimales Muskelwachstum. Wenn du 113 Kilo und mehr wiegst, solltest du täglich 250 Gramm Protein zu dir nehmen. Bei einem Gewicht von 91 Kilo und mehr sollten es 200 Gramm Protein täglich sein. Bei einem Gewicht von 82 Kilo und mehr 180 Gramm Protein täglich. Alles natürlich in Kombination mit einem regelmäßigen und ausreichend intensiven Krafttraining. Zu den besten tierischen Eiweißquellen zählen Eier, Hüttenkäse, griechischer Joghurt, Hähnchenbrust, Thunfisch, Rinderfilet, Schrimps und Wildlachs. Zu den besten pflanzlichen Quellen gehören vor allem Hülsenfrüchte, hier vor allem Lupinensamen, aber auch alle Linsensorten und Bohnensorten, ebenfalls reich an Eiweiß in Tempeh und Tofu sowie Vollkorngetreide. Ein typischer Essensteller könnte dann wie folgt aussehen. Die Hälfte des Tellers ist mit Gemüse und oder Salat bedeckt, ein Viertel des Tellers mit eiweißreichen Speisen und ein weiteres Viertel mit hochwertigen Kohlenhydraten und dazu dann noch ein paar gesunde Fette. Zum Schluss dieses Videos stellt sich nur noch die Frage, wie lange dauert die Body Recomposition? Die Antwort: Du musst schon ein wenig Geduld haben. Der Grund: Man verliert schneller Fett, als man Muskeln aufbauen kann. Bei einer vernünftigen Ernährung können Frauen und Männer etwa 400 bis 800 Gramm Fett binnen einer Woche abbauen. Männer in der gleichen Zeit aber nur 200 Gramm und Frauen sogar nur 100 Gramm an Muskelmasse zulegen. Und im Laufe der Zeit verlangsamt sich dieser Prozess ein wenig. Zusammengefasst lässt sich also sagen, es ist möglich, Fett abzubauen und gleichzeitig Muskeln aufzubauen. Je untrainierter und je übergewichtiger du bist, desto leichter geht das auch. Doch auch bei schon gut Trainierten kann Body Recomposition funktionieren, zumindest so lange, bis man das genetische Potenzial ausgereizt hat. Für alle gilt, du musst regelmäßig und ausreichend intensiv trainieren und dich in einem leichten Kaloriendefizit befinden. Als ideal gilt ein Defizit von 10-15%. Du musst ausreichend Proteine zu dir nehmen und dich auch ansonsten ausgewogen und möglichst natürlich ernähren. Und darauf bin ich jetzt nicht näher eingegangen, aber ich habe unten einen passenden Artikel verlinkt. Du solltest dir ausreichend Schlaf gönnen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich über jedes Like und jeden neuen Abonnenten. Bis zum nächsten Mal.